Aber ich muss sagen, es macht mir wenig, so wenig Ahnung zu haben, was das angeht. Das ist mir tatsächlich relativ egal, um es deutlich auszudrücken. So, Apfel kann da rein. Also der Skorpion nach Waage. Keine Ahnung. Okay, ich schmeiß mal den Gravel da rein, weil damit sind wir jetzt erstmal fertig. Was ich auch gerne holen würde, ich habe mir gerade so hart auf die Zähne gebissen beim Sprechen, dass mir jetzt der Zahn wehtut. Wow. Was ich gerne tun würde, ist schnell zum anderen. Google weiß alles, ja gut, das stimmt. Ich bin eine kleine Skorpion. Sie hat November. Was ich gern tun würde, ist schnell Saplings holen. Aber dafür müssen wir wieder fliegen. Es tut mir sehr leid. Das geht mir ziemlich auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Kann ich schon schlafen? Ja. So, wir fliegen mal kurz. Deine sind beide Oktober geboren. Eine Waage, ein Skorpion. Bitte schön, Prinzessin. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Schütze. Ich mag einen Schützen. Ich mag auch das Symbol vom Schützen. Oder die Darstellungen des Schützen. Ich habe mit dem Esoterik-Quatsch gar nichts am Hut. Ich glaube da auch überhaupt nicht dran. Aber ich finde den Schützen schön. Ich finde auch die Waage schön. Einfach so. Dieses Fliegen. Das Zeichen der Waage ist schön. Ja. Das Zeichen der Waage ist echt schön. Zumal erinnert mich das immer an Yu-Gi-Oh! Schütze sind meist ruhig, genügsam und zugänglich. Gut, ich bin auch relativ ruhig, genügsam. Zugänglich kommt auf die Definition drauf an. Aber Schützen sollen auch extrovertiert sein. Ich bin wohl eine der schüchternsten Personen, die es gibt. Von dem her. Naja. Was denn? Ach so, einfach nur anderer Boden. Okay. Krokuze müssten wir eigentlich auch mal weitermachen. Nee. Da habe ich immer noch den unfertigen Hühnerstall hier hinten. Okay, man kommt meist gut mit Schützen aus. Ich muss sagen, es gibt wenige Menschen, die nicht mit mir klarkommen. Das stimmt tatsächlich. Obwohl ich ein extrem komplizierter Mensch bin. Und auch extrem anstrengend sein kann, das gebe ich gerne zu. Ich glaube da auch nicht dran, auch wenn da gleich Gleichgerechtigkeit Simba mit zutrifft. Keine Ahnung, ist das auch weiß? Ja, weit. Aua. Oh, ich habe komische stechende Schmerzen. Oh, der ist ja hübsch. Magic Sapling. Aber blau passt nicht so rein, ne? Ich will schon traditionieren. Wir machen irgendwann mal was mit blau. So, ich wollte nur die Saplings, ne? Sonst nichts. Ich wollte noch Name Tag. Wo wir schon mal gerade hier sind. Ich kann aber auch mal ein paar Satteln mitnehmen. Aber Waage hat oft das Problem, dass sie sich selbst nichts zutrauen und dass sie selbst oft wenig überzeugt sind. Dann sollte ich vielleicht Waage sein und nicht Schütze. Schütze sind nämlich sehr selbstbewusst. Stimmt auch nicht so ganz. Aber nice try.
Hatte ich früher, ja. Mittlerweile trifft das nicht mehr zu. Ja, das sag ich ja. Dann müsste ich ja eigentlich vage sein, weil ich bin so. Und der Schütze ist angeblich gar nicht so. Die wachsen immer so schnell. Ich bin keine Waage mehr. Wachse. Warte, weil kann man. Yuki, wie war das doch? Du bist zu groß oder hast du dumme Stimme, du bist nicht hübsch. Was hab ich vergessen? Deswegen. Ach so. Doch, Yuki, das passt doch eigentlich doch zu dir, oder nicht? Entschuldigung! Und? Ich hab dich lieb. Das hat nichts damit zu tun. Was? Wagen sind wenig von sich selbst überzeugt. Ja, Prinzessin, das ist ein Kirschbaum. Wie mache ich denn den Name-Tag da dran? Doch, Junge, du bist wenig von dir selbst überzeugt. Wie mache ich denn den Name-Tag an den Hund? Amboss. 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 Zuerst dem Amboss einen Namen geben. Dankeschön. Ich hatte den Amboss jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Man merkt, wie oft ich Nametags benutze. Ja, du. In meiner Arbeit hier beim Streamen bin ich auch nicht so. Da wäre es, glaube ich, extrem fatal, wenn man schüchtern wäre oder zurückhaltend wäre. Von dem her bin ich privat auch anders als hier. Hoppala. Der ist Envil. Nicht Amboss. Der ist nicht Envil? Habe ich ihn falsch geschrieben? Ich habe ihn falsch geschrieben. Envil, was bist du denn? Auto-Envil. Ja, natürlich. Habe ich irgendwo noch meine. Da. Falls du Kirschbaumsachen brauchst, ich habe genug. Da und da, das ist ja nicht mehr. Das musst du halt selber bauen. Ich habe selber ungefähr 300 Millionen Tonnen Kirschbaumscheiße zu Hause liegen. Moment. Ich komme gerade im Chat nicht mit, von dem her. Macht ihr mal. Schüssli. Weil das habe ich alles damals noch aus. Moment. Aus. Ding übernommen. Aus After Humans. Deswegen habe ich davon noch so viel. Vor allem, weil ich mich dagegen Tussis so Männer durchsetzen muss. Okay, erstens für mich ist Blumen eine Farbe. Deine Stimme ist einiges heller als meine. Du bist wieder zu groß. Du bist hübsch, sondern musst damit leben. Ich schimpfe gerade Yuki privat aus und Heiko meint sie. Sehr gut, Kara. Das ist gut. Wobei, Yuki, ich muss auch sagen, weil du dich ja immer nicht mit dem Streamen traust. Mir hat gerade das Streamen angeht, sehr, also das hat mir unfassbar viel geholfen. So! Ist halt nur ab und an mal, wenn man einen schlechten Kommentar bekommt, dass man sich direkt schlecht fühlt. Streame! Dann härtet man da ein bisschen ab. Du, das ist bei mir genauso, wie oft ich mir schon dachte, boah, jetzt leck mich doch am Arsch. Jetzt höre ich auf mit dem Streamen. Mit Let's Plays machen. Wenn wieder einer reinkommt und mich random beschimpft. Aber mittlerweile. Ich steck fest. So, Hundi! Entschuldigung. Aber ich habe noch einen zweiten Hundi. Steht der Baum jetzt mittlerweile? Nein.
Wenn ich den den. Juck, die Kommentare sind alle gut, weil auch schlechte sind nur Kommis. Meist sind die schlechten ihr nur auch Neid. Vor allem, wenn man für einen Mann gehalten wird. Genug für den. Ich fand es ja das Kompliment, dass ich für einen Mann gehalten wurde. Huch! Ach so, mach's jetzt. Gruseliger, gruseliger Hund. Okay, wieder nicht in den zweiten Hund. Ich bin dafür zu aggressiv. Hat man, glaube ich, letztes Mal gesehen. Bisschen, Prinzesschen. Ja, männlichen Cosplay. Ja, aber nicht das Mikasa oder weibliches Sith. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Wie nenne ich jetzt meinen zweiten Hund? Ich hatte immer einen Hund, der Jack hieß. Ich hatte nie zwei Hunde. Ich bin mit dieser Verantwortung überfordert. Wie nenne ich meinen zweiten Hund? Günther. Günther. Schöne Namen bitte. Schöne Namen. Günther. Ich nenne meinen Hund jetzt gleich Hund. Ich nenne meinen Hund jetzt dann Katze. Seto, ich. Nein. Seto wird kein Hund. Seto hat schon eine andere Benutzung in diesem Spiel. Saki? Saki. Saki ist nicht schlecht. Aber ich muss bei Saki leider an Sake denken. Kaiba. Nein. Yuki erinnert nur mit Doppel-U, weil der Hund weiß ist. Nein, Seto hat schon eine andere Verwendung für diesen... Für Minecraft gekriegt. Also noch nicht offiziell, aber in meinem Kopf. Du hattest einen random Namen, er klingt schön. Ja, komm, nimm mal Saki. Saki. Oh, oh Gott, Hund. Wenn du böse sein willst, schon. LOL. Es läuft hier irgendwo noch ein dritter Hund rum. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Da läuft er noch. Der ist ja noch dabei. Ach nee, den meine ich. LOL. Hallo, Saki. Machen wir wieder Platz. Yuki, das verstehst du nicht, weil du Yu-Gi-Oh! Nie angeguckt hast. Das ist ein Yu-Gi-Oh!-Insider. Aber hier läuft irgendwo noch ein Hund rum. Ich weiß das. Und ach, ich wollte Knochenmehl holen. Ich habe nämlich mal drei Rennen sehen. Da lief mir irgendwo bei den Feldern hier durch die Gegend. Das kann sein, dass er hinten runtergefallen ist und jetzt tot ist. Das war natürlich jetzt nicht so schön, aber eine Möglichkeit. Ich weiß auch nicht, warum hier so viele Hühner sind. Die nerven mich schon wieder mit dem Scheißgekacker. Huch. Genau, was hast du denn jetzt ges... Wie viel Symbole hast du denn da jetzt reingeknallt? Ich habe das schon elendig hochgedreht. Punkt, ja. Wenn du 16 Punkte hintereinander machst, dann schmeißt es dich natürlich auch raus. Was ist denn auf dem Pferde? Wo ist denn jetzt dieser Hund? Ich hab den Hund verloren. Was? Sorry, ich hab da die Nachricht gesehen, aber nicht vorgelesen. Aber es ändert sich nichts und dann sollte man drehen. Das Schlimme, dass ich je von einem Partner gehört habe, war auch, lass mein Oberteil, dann sieht eh nicht, siehst eher aus wie ein Kerl und der wollte gerade machen.
Ma. Netter Mann. Da, was macht die Hühner hier? Da waren nie Hühner. Warum nicht so viele? Huch. Na, wenn es so bis drei Zeichen geht, ist es zu viel. Nein, ich habe Zeichen, habe ich bestimmt bei 16 hoch. Also wenn man 16 Mal dasselbe Zeichen hintereinander macht, dann schmeißt es sich raus. Das fand ich eine legitime Anzahl. Weil vorher stand er bei 3. Nee, 5. Okay, echt, aber weißt, ich weiß, was ist es? Das interessiert mich jetzt. Ja, ich habe es extra umgestellt. Spam Protection. Access Symbols. Ja, das ist bei 16 hoch. Access Emotes ist auch bei 16 oben. Also da hatte ich jetzt. Der hat dich deswegen gekillt. Haben sie denn eigentlich nun alle mal nach. Weil du für den jetzt Spammer bist. Weil dir immer alle Nachrichten gelöscht werden dann. Automatisch. Aber warte. Ah, das war schon beim alten Bot so. Das ist nichts Neues. Seltsam, du bist aber auch in den Logs nicht drin. Komisch. Es ist nicht der Fehler meines Bots gewesen. Mein Bot ist richtig eingestellt. Beleidigt ja auch meine Bots nicht. Also ich kann nichts mehr lesen. Bei mir ist Yukino tatsächlich draußen. Ah gut, ich bin auch der Streamer. Klar können die Mods das auch lesen. Dass für ein Streamer alles draußen ist, verstehe ich. Ich kann es in den Logs gar nicht lesen. Also die Nachricht, die direkt gekickt wurde, die kann ich nicht lesen. Nun, ich wollte Knochenmehl holen, eigentlich schon seit einer halben Ewigkeit. So. Ich wollte auch eigentlich die Laternen ausprobieren von. Von der Kerzenmod. Weil er da wohl angeblich schön dabei sein sollen. Hallo, kleiner Wauti. Aber jetzt will ich erstmal. Da sind eine Menge Schilde dabei. Ich hätte hier gern so einen großen. Aber das kann man aber nicht so beeinflussen. Vor allem kommt mir Knochenmehl meistens ein kleiner raus. Gut, dass die immer so viele fallen lassen. Ah, jetzt kommt ein großer. Oh ja. Naja. Müssen wir nochmal über die Definition von groß sprechen, Minecraft.